Ja, es ist ein neuer, schöner Tag, ihr Lieben. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe hier nochmal übernachtet. Wir sind in Fort Pinter und wir sehen showmäßig aus, weil wir hatten ja jetzt hier diese tolle Isabel getroffen. Diese möchte gern Straßenkünstlerin. Und wir haben ihr geholfen, ihre Shows vorzubereiten. Und weil ich mir gedacht habe, ich muss es irgendwie hinter mich bringen, mit dieser Aufgabe und weil ich dann, das war das eine, und zum zweiten dachte ich mir, nachts sieht so eine Show vielleicht viel, viel besser aus. Deswegen habe ich jetzt einfach ausnahmsweise mal übernachtet hier, ne? Und wir haben uns hier ordentlich in Schale geschmissen mit Celine, keine Ahnung, was jetzt hier noch kommt. Aber ne, ich gehe mal davon aus, dass nach dieser ganzen Aufführung die gute Dame da vorne jetzt vielleicht mal irgendwie gleich den Verschwindibus macht. Und deshalb habe ich das auch genutzt, einfach die Quest jetzt hier nochmal freizuschalten. Dann sind wir sie nämlich los. Ich kann es nicht mehr abwarten, ihr Lieben. Deswegen haben wir das so gemacht. Ja, und wie gesagt, dann kann ich das halt noch nachts aufnehmen und kann da morgen ganz normal weitermachen. Und ihr seht, guckt mal hier. Na, so haben wir auch nochmal Raven Master mit drauf, denn der ist jetzt auch schon fast fertig hier. Fertig mit der Welt. Kann ich ja gut verstehen. Nach unserer sagenhaften Begegnung hier. Ja, kann ich das durchaus verstehen, dass er jetzt keinen Bock mehr hat. Und ja, ne? Ihm haben wir übrigens so einen schicken Hut aufgesetzt. Ich finde, bei so einer Zaubershow, da können wir uns ja auch entsprechend mal hier irgendwie verkleiden. Ne? Ja, und dann haben wir unser Maskottchen mit. Ne? Einfach schon alleine, um ihr eins zu pinnen. Ach ja, ich mag sie einfach immer noch nicht. So, jetzt sprechen wir die Dame mal hier an, ne? Da ist sie. Wie geht es dir, mein Täubchen? Wie unglaublich grenzenlos aufgeregt ich bin, dich und dein wunderschönes Raven Master zu sehen. Und sie sagt immer wunderschönes statt wunderschönen, aber pff, mir ist das mittlerweile total egal. Heute ist der große Tag. Zeit, in die Hufe zu kommen. Tada! Ja, und wie gesagt, schon alleine diese Aussprache, die macht mich kolossal beknackt hier. Deswegen, ich muss sie loswerden. Das geht nicht mit ihr. Liebes, ich wollte dich da noch etwas fragen. Was würdest du dazu sagen, wenn du Teil meiner Show wärst, als Assistentin des Zauberers? Was hältst du davon? Ja, und genau das habe ich nämlich befürchtet, dass sie ihre Show ohne uns gar nicht hinkriegt. Deswegen haben wir uns auch extra so angezogen. Ja, war ja klar, ne? Ja, wir machen da mit. Von mir aus, ne? Hauptsache, sie verschwindet danach. Du bist einfach wundervoll. Ich wusste, dass du ja sagst. Ja, Käsekuchen, bist du bereit? Denn es ist jetzt Zeit für meine, entschuldige, ich meine unsere fantastische Show. Ja, wunderbar. Ich bin total begeistert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme. Ich dachte gerade so einen Moment an diesen Film. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt. Lohnt sich aber. Wer den noch nicht gesehen hat, hier The Latest, The Greatest Showman ist schon spät. Ist halt Nacht für mich, ihr seht. Ja, super Film eigentlich im Großen und Ganzen um den berühmten P.T. Barnum, so heißt er, glaube ich. Ja, und wer das noch nicht gesehen hat, der sollte vielleicht mal reingucken. Einfach so als Filmtipp. So, jetzt steige ich hier erstmal ab und gehe erstmal da hoch mit Celine. Uiuiuiui. Na, da guckst du. Du siehst gar nicht so gut aus. So, wir haben uns hier extra in Schale geschmissen. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer fantastischen Show. Ja, deswegen komme ich nämlich da drauf, weil irgendwie, ne? Es gibt ein Lied, das heißt The Greatest Show, deswegen bin ich da, fiel mir das so ein, das ist so ein Ohrwurm, den werde ich einfach nicht los. Bevor wir fortfahren, möchte ich Sie meiner unglaublich reizenden Celine und ihrem brillanten Raven Master vorstellen. Endlich hat sie ihn mal richtig ausgesprochen. Exklusiv für Sie werden Sie nun einen extrem komplexen und atemberaubenden Trick vorführen. Psst! Zeig ihnen den Kartentrick, den ich dir beigebracht habe. Du schaffst das. Ich glaube fest an dich, Blütenblatt. Oh je. Ich habe doch gesagt, die kriegt das alleine gar nicht hin. Jetzt müssen wir das noch machen. So, und da ist auch schon der Applaus. Jo, Leute, ich zeige euch den Kartentrick. Moment. So, erstmal die Karten rausholen und dann wollen wir mal loslegen. Hier, was macht denn Celine da? Sieht gut aus, oder? Sieht das gut aus? Jawohl. Du hast den Zaubertrick völlig richtig gemacht. Da kann man mal sehen, was wir für ein Talent haben hier mit ihr. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Na, Isabel, hast du das gesehen? Musst du dir auch mal merken, ne? Vielleicht kriegst du das ja auch mal alleine hin. Absolut außergewöhnlich, atemberaubend. Was für ein Trick. Ja, pst, gut gemacht, Herzchen. Die Zauberei liegt dir im Blut. Ja, da kannst du mal vom Glück reden, dass wir überhaupt hier sind, weil sonst hättest du das ja alles ohne uns auch gar nicht auf die Kette gekriegt, ne?
Ja, ne, das ist ja super. Mal gucken, wie lange das hier noch geht. Herzchen, du warst unglaublich. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt ist es Zeit für das fantastische Feuerwerk. Meine Damen und Herren, war das nicht ein sensationeller Auftritt meiner glamourösen Assistentin? Als nächstes steht unserer magischen Reise etwas bevor, das ich, Isabel Fake, Ihnen höchstpersönlich zeigen werde. Eine Reise voller Feuer, Blitz und Donner. Aha, also sie will das jetzt hier höchstpersönlich machen. Ich bin echt gespannt. Psst, Liebes, Zeit rüber zu huschen und die Lunte anzuzünden, während ich das Publikum ablenke. Ja, das habe ich mir gleich schon gedacht. Kürbislein, du bist wirklich wundervoll. Oh je, ja, ich will ja nur, dass du abblühst. Habe ich ja schon tausendmal gesagt hier. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wir gehen da mal rüber, ne? So, dann machen wir doch mal hier. Ach so, wir brauchen das Feuerzeug. Oh je, Leute, ja, war ja klar. Das Feuerzeug, dann machen wir das doch mal. Was macht denn Celine jetzt? So, seht ihr? Und das ist natürlich jetzt auch der bessere Effekt, ne? Dadurch, dass wir das abends machen. Ja, dadurch, dass wir ja da schon diese Feuerwerkdinger aufgestellt hatten, hatte ich mir das schon fast gedacht, ihr Lieben. Das hatte schon alles so seine Bewandtnis. Außerdem habe ich gefragt, was da noch kommt. Habe mich also im Vorfeld ein bisschen informiert, muss ich ja zugeben. So, wir haben das abgefeuert. Könntest du denn jetzt mal verschwinden hier? Uiuiuiui. Vielen Dank. Die Zuschauer haben das Feuerwerk geliebt. Das hätte ich ohne dich niemals so gut hinbekommen. Aber immerhin gibt sie es zu. Da bin ich ja schon mal beruhigt. So, will sie noch irgendwas sagen zu ihrer Verabschiedung? Da hinten fährt die Fähre übrigens. Ich bin so absolut glücklich, dass ich platzen könnte. Zuckerwürfel. Ja, mach das. Das ist eine gute Idee. Platz einfach. Auch gut, so werden wir sie auch los. Bist du auch glücklich? Ja, ich bin dann glücklich, wenn du gehst. Was für eine Show wir zusammen abgeliefert haben. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Normalerweise springt Diggory durch die Reihen und sammelt Geld von Zuschauern, die gerne etwas spenden möchten, mit meinem Hut. Aber heute darfst du das machen. Ach nee. Das ist ja toll. Kann ich den Affen vielleicht mitnehmen dazu oder so? Du bist süß. Es ist überhaupt nicht schwer. Reite einfach mit dem Hut zu den Leuten und sie werden Geld reinwerfen, wenn sie möchten. Ja, toll. Und dann kriegen wir nämlich. Ach, guck mal, da schenkt sie uns noch. Was ist das denn nicht niedlich von ihr? Ach, guck mal, da kriegen wir genau so ein. Nee, sag bloß, jetzt kriegen wir hier auch so einen Hut. Ja, wir kriegen jetzt den gleichen Hut, den sie da oben auf hat. Ja, super. Ja, das ist doch mal ganz was Feines. So, wir reiten. Müssen wir denn reiten? Müssen wir reiten? Die stehen doch alle hier. Brauchen wir doch gar nicht reiten, Mensch, Leute. So, wir nehmen mal den Hut. So, zack. Was für eine wundervolle Show. Ja, ich liebe Magie. Oh, du warst toll. Ah, das hat sie hier richtig erkannt. Ich war toll. Ja, sie sagt gar nichts. Doch, sie sagt das Gleiche auch, dass wir toll waren. Ich liebe Magie. Ja, und was haben wir noch? Ja, also von Isabel ist da nicht die Rede. Die Leute haben erkannt, dass Isabel irgendwie eine Blöfferin ist, ne? Schlägt sich hier irgendwie total durchs Leben. So, jetzt, ich bin fertig. Hier ist der Hut und da ist die Kohle. Jetzt hau ab. Wow, da haben wir aber eine Menge Geld. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel zusammen sammeln würden. Diggory, siehst du das, mein Junge? Du wirst nach dieser Einnahme monatelang Bananen essen. Ja, ich hoffe, die gibt den Guten da irgendwie, ja, soll sie ihn doch einfach da loslaufen lassen. Dann kann er wieder abdüsen. Ja, und sie, verschwindet gleich am besten mit, ne? Du kannst den Hut behalten, wenn du möchtest. Ich habe meinen eigenen, also brauche ich ihn nicht. Ja, danke schön. Das ist doch mal sowas von nett, aber deswegen freunde ich mich trotzdem nicht mit dir an. Das wüsste ich aber. Kindchen, ich bin grenzenlos glücklich. Die Touristen hier in Fort Pinter scheinen die Show wirklich genossen zu haben. Aber am besten warst du, Liebes. Du warst so unglaublich fabelhaft. Du hast die Magie tatsächlich im Blut. Ach. Okay, Hasenzahn, jetzt bleibt nur noch das Aufräumen übrig. Nach jeder Show muss sauber gemacht werden. Und da dies nicht unbedingt zu den spannendsten Dingen auf diesem Planeten gehört, sollten wir es zusammen, umso schneller vom Hals bekommen. Wir sollten wirklich keine Spuren hinterlassen. Du bist einfach ein Sternchen. Danke für deine Hilfe, Herzchen. Hebe einfach die Raketenreste auf und lege sie in die hölzerne Kiste. Danke, Honigbärchen. Schmatzer! Oh je, Leute, geht die euch auch so auf den Keks? Also mich hat die jetzt ja gleich komplett geschafft, ne? Mich hat die gleich völlig geschafft, die gute Frau. Das geht doch gar nicht mit ihr. So, Numero uno und dos.
Und Tress, ja, irgendwie sehr nervig. Sehr, 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 sehr nervig. So, und mein Inventar ist auch schon wieder weg. Moment. So, da haben wir doch alles. Lässt sich ja alles wieder beheben. Zack, bitteschön. Jetzt packen wir das da alles in die Kiste. So, Kiste zu. Ich würde ja am liebsten irgendwie Isabel da jetzt auch noch mit in die Kiste. Deckel drauf, ne? Ein paar vernünftige Nägel ran und dann kann die da verschimmeln. Puh. Wie jetzt? Puh. Endlich geschafft. Ein riesiges Danke an dich. Ach, bitteschön. Gern geschehen. So, wolltest du jetzt nach Hause oder wie? Herzchen, ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Ich bin absolut erfreut, dich kennengelernt zu haben. Fast noch schöner war es, dich, Ravenmaster, getroffen zu haben. Ja, und das Pferd kriegst du auch nicht. Also, was sie immer alles versucht, mir hier wegzunehmen, das ist doch sagenhaft. Nein, das Pferd kriegst du nicht. Das kommt auf die Wiese, muss ich erstmal von deiner, ja, also von den Nachwirkungen dieser Begegnung erholen. So. Jetzt geht's wieder los hier. Ich würde gerne länger bleiben, aber wenn ich irgendwann mit dem großen Idris zusammenarbeiten möchte, sie gibt's nicht auf, ne Leute, sie gibt es nicht auf. Muss ich weiter hart an mir arbeiten? Ich glaube, so hart kann sie gar nicht arbeiten, dass das passiert, hoffe ich jedenfalls. Wir werden uns ganz bestimmt wiedersehen. Ich weiß es einfach, ja, ich hoffe nicht. Um mich noch einmal bei dir für deine ganze Hilfe zu bedanken, habe ich ein kleines Geschenk für dich, Liebes. Es ist einfach fabelhaft. Hier, bitteschön. Ja, danke schön. Kriegen wir jetzt noch einen Frack dazu? Ja, guck. Ach, wir kriegen ein schönes Kleid dazu. Ich finde, das sieht besser aus als das, was sie anhat. Immerhin. Ja, wir haben jetzt wenigstens so ein Kleid. Ja, sehr schön. Schön. Danke schön. So, auf Nimmerwiedersehen. Ein wunderschönes Kostüm, welches du als Magierin, Hexe, Illusionisten, Zauberer oder wie auch immer du es nennen möchtest, tragen kannst. Ist es nicht reizend? Ja, und jetzt tschüss. Herzchen, ich muss dann mal los. Pass auf dich auf. Ja, geh flott und geh mit Gott, hätte ich beinahe gesagt. Ach, nein, Leute, vergiss das. Ich kann sie nicht mehr sehen. Schmatzer, ja, Schmatzer und tschüss. So, oh, sie hat sich komplett in. Was ist das denn? Hat sie sich jetzt. Ja, also sie ist jetzt komplett weg, ne? Hat sie sich völlig in Luft aufgelöst? Ja, ich bin froh. Leute, wir sind sie los. Wir sind sie endlich los. Ja, da kommen wir jetzt da wieder runter. So, Helga, Günther und Gretchen stehen da auch ein bisschen total sprachlos, wo auch immer jetzt Isabel hin ist. Am besten zum Mond oder so, ne? Auf Nimmerwiedersehen. Herrlich, aber ich fand unser Outfit für Ravenmaster total gelungen hier mit dem Hut. Den habe ich ja mal irgendwie in einer früheren Quest bekommen und ich fand, das passte irgendwie so gut zu unserem Vorhaben hier. Ja, wir haben es geschafft, ihr Lieben. Das war ja relativ, auch das war sogar richtig gut in der Zeit. Viertelstunde ist rum, passt doch ganz genau, ihr Lieben, oder ich glaube sogar ein paar Minuten eher. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt Isabel wirklich. Die haben wir jetzt irgendwie verscheucht. Ich hoffe, sie kommt nie wieder. Ich hoffe auch nicht, dass sie irgendwie hochgeht nach Nilmas Hochland und da jetzt irgendwie rumsteht oder permanent mit uns plötzlich da oben zu tun kriegt. Auch das hoffe ich und ihr wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, weil, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass das der beliebteste Charakter hier ist. Glaube ich nicht. Die ist ja nervig. Total nervig. Und irgendwie redet die wie Anastasia Silverglade. Die habe ich auch schon kennengelernt auf dieser Modenschau. Die ist ja genauso. Die spricht auch so, also mit Herzchen und Schätzchen und hast du nicht gesehen. Nee, nee, nee. Nee, 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 Leute. Naja, wir machen auf jeden Fall demnächst weiter mit einer anderen Aufgabe. Da sind wir wahrscheinlich als nächstes wieder in Moorland, so wie ich es sehe. Bis dahin. Bedanke ich mich erstmal fürs Durchhalten mit dieser Questreihe, fürs Einschalten und dabei sein und für die Kommentare, die ihr hin und wieder auch mal drunter schreibt, die netten. Das freut mich immer ganz besonders. Und ja, bleibt dabei, ich freue mich und bis denne. Tschüss!